War die Entlassung von Julian Nagelsmann ein Fehler? Genau zu diesem Thema, da gab Oliver Kahn gestern im Rahmen des Spiels gegen den SV Werder Bremen ein interessantes Interview. Und ganz ehrlich, er gab ein paar überraschende Aussagen in Richtung Nagelsmann und natürlich damit auch in Richtung der Tuchel-Anstellung. Was er da jetzt genau gesagt hat, das werdet ihr hier in diesem Video erfahren. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo für den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, Oliver Kahn, der stellte sich einem Interview sogar mal wieder mit Lothar Matthäus. Und da kamen eben einige interessante Fragen auf, unter anderem eben auch rund um den Trainerwechsel und ob es jetzt im Nachhinein ein Fehler gewesen ist. Denn ganz ehrlich, schlechter als es jetzt aktuell ist, das wurde ihm auch gesagt, kann es ja eigentlich auch unter Julian Nagelsmann nicht gelaufen sein. Man ist als Champions League ausgeschieden, man wurde im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal geworfen und war zwischenzeitlich nur noch Tabellenzweiter. Ja, Stand jetzt hat man diese Tabellenführung zumindest vorerst verteidigt und wieder zurückerobert, aber die Auftritte der Mannschaft unter Thomas Tuchel, die waren natürlich jetzt auch nicht die besten. Und Oliver Kahn, so wie wir ihn eben kennen, hat er da geschickt um das Thema drumherum geredet. Er sagte, ich glaube, es macht jetzt relativ wenig Sinn, vor so einem wichtigen Spiel über den Trainerwechsel zu diskutieren. Zum Ausscheiden in der Champions League, da sagte er, ja, natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir gegen Manchester City weiterkommen. Es ist aber keine Schande, dass man gegen so eine Mannschaft ausscheidet. Und natürlich wäre man auch im DFB-Pokal gerne weitergekommen und es tut sehr, sehr weh, wenn man sich jetzt das Halbfinale und eben dann auch das Finale anschauen muss. Und dann fuhr er eben fort in Richtung Thomas Tuchel, da sagte er, dass man natürlich trotzdem totales Vertrauen in Thomas Tuchel hat. Man will jetzt deutscher Meister werden und dann will man in der nächsten Saison gemeinsam in allen Wettbewerben wieder neu angreifen. Er ist damit natürlich der Frage wieder mal so gekonnt, geschickt, ausgewichen. Thema Julian Nagelsmann, das hat er gar nicht angefasst, gar nicht aufgegriffen, was da ihm so ein bisschen in den Raum geworfen wurde. Aber was kann man jetzt aus seinen Aussagen so rausdeuten? Ja, auf jeden Fall ist man natürlich grundsätzlich nicht so ganz mit der Leistung der Mannschaft rund um die aktuelle Saisonlage zufrieden. Man hatte sich definitiv mehr von dem Trainerwechsel erhofft. Aber natürlich wird er jetzt in so einem Interview nicht sagen, ja, klar war der Trainerwechsel ein Fehler, das hat Unruhe reingebracht. Wir hätten vielleicht mit Julian Nagelsmann mehr gewonnen. Das kann er ja nicht machen. Julian Nagelsmann ist weg und er kann ja jetzt schlecht seinem neuen eingesetzten Trainer hier in den Rücken fallen. Aber genau das ist eben die Meinung, die einige Experten haben, dass dieser Trainerwechsel mehr schlecht gemacht hat, als verbessert hat. Und so ein bisschen, muss ich sagen, ist das auch meine Meinung. Denn ich für meinen Teil, ich halte mega viel von der Arbeit von Thomas Tuchel, was der da bei Chelsea, bei Dortmund, bei Paris teilweise geleistet hat, mega krass menschlich. Das bin ich sehr gespannt, ob das mit den Bayern-Bossen hinhaut. Aber eins ist auch klar, dass dieser Trainerwechsel dem Verein mehr geschadet hat, als er geholfen hat. So zumindest ist es meine Meinung und auch eben die Meinung von vielen Experten rund um den FC Bayern München. Aber was ist denn eure Meinung? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.